Sie ist, das steht fest, der Star unter den deutschen Politikerfrauen, obwohl sie erst seit knapp 10 Monaten im Licht der Öffentlichkeit steht. Stefanie Freifrau zu Guttenberg ist gefragt. Der obligatorische Einführungsfilm beim Talk im Bock in Leutkirch zeigt deutlich, der Glamour-Faktor bei Familie Guttenberg ist hoch. Von heute auf morgen wird der Freiherr zum Polit-Shooting-Star und seine Freifrau gleich mit zum Medienstar, ob sie will oder nicht. Ich versuche das als eine Herausforderung zu betrachten und das Beste draus zu machen. Und so ist das. Schlagfertig, sympathisch und mit viel Humor beantwortet Stefanie zu Guttenberg die Fragen zu ihrem Privatleben, gestellt von Moderator Bernd Dassel. Ihren Mann hat sie auf der Love Parade richtig kennengelernt. Alle Namen ihres Gatten, es sind insgesamt 10, könne sie nicht auswendig. Und eine Adelsexpertin will die Ururenkelin des ersten Reichskanzlers auch nicht sein. Bescheidenheit nimmt man ihr ab. Von einer heimlichen First Lady will die Freifrau nichts wissen. Ja, das finde ich höchst erstaunlich, weil ich bin keine First Lady, sondern ich bin die Frau eines Ministers. Und versuche eine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Also First Lady passt, glaube ich, wirklich gar nicht. Was ins Bild passt, das große Engagement der 33-Jährigen. Seit vielen Jahren kämpft Stefanie zu Guttenberg gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern. Ein Tabuthema. Sie ist Präsidentin von Innocence in Danger, zu Deutsch Unschuld in Gefahr. Eine internationale Organisation, die sich mit vielen Projekten für Missbrauchsopfer stark macht. Es ist eben so, dass es nach wie vor ein sehr unbequemes Thema ist, was allzu gerne totgeschwiegen wird. Manchmal auch aus sehr verständlichen Gründen, weil es einfach schrecklich ist, sich sowas vorzustellen. Aber es gibt einfach noch viel zu wenig, was angeboten wird. Es wird viel zu wenig in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Es ist leider Bestandteil unserer Gesellschaft. Mit deutlichen Worten beschreibt zu Guttenberg die Missstände. Die Urteile gegen die Täter fallen oft viel zu schwach aus. Die ganze Gesellschaft müsse handeln, erklärt sie dem Talk im Bock-Moderator und den vielen interessierten Zuschauern in Leutkirch. Allein in Deutschland gäbe es jedes Jahr über 12.000 sexuelle Vergehen an Kindern und eine enorm hohe Dunkelziffer. Am Ende überreicht ihr Bernd Dassel einen Spendencheck. Über 30.000 Euro, allein 2.200 Euro kommen aus dem Publikum in Leutkirch. Das Geld geht natürlich an Innocence in Danger. Also wir leisten Hilfe konkret an Opfern, die sozusagen schon detektiert sind, mit Kunstwochen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, ihre Therapien zu ergänzen. Konkrete Einzelfallhilfe, wenn zum Beispiel Krankenkassen, die nur eine 2-jährige Therapie zahlen, dann nicht mehr zahlen, obwohl die Therapie dringend benötigt ist, dann springen wir auch ein. Und wir investieren, weil wir sehr stark daran glauben, sehr stark in Information und Prävention. Nach einem langen Talk im Bockabend hat Stefanie zu Guttenberg wie von selbst die Zuschauer für sich begeistert. Und das dürfte ihr wohl noch wichtiger sein, das schwierige Tabuthema sexueller Missbrauch von Kindern, zumindest hier in Leutkirch, ins Bewusstsein der Menschen gerückt.